Dort traf ich Seine Majestät, meinen Mann, zum ersten Mal. Hier ist es. Fahren wir weiter, bevor wir zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Pfarrer Dieber wächst als Einzelkind in einer königstreuen, aber weltoffenen Familie auf. Der Großvater war persischer Botschafter in Russland, der Vater hat in Frankreich studiert. Als er stirbt, ist Pfarrer 9 Jahre alt. Ihre glückliche Kindheit ist zu Ende. Die Mutter verheimlicht ihr den Tod monatelang. Ein Trauma. Als mein Vater starb, sagte mir das meine Mutter nicht. Damals wusste man nicht, wie man das Kindern am besten sagen soll. Aber ich sah, wie meine Mutter weinte und sich schwarz kleidete. Und ich fragte sie, was ist los? Aber langsam fand ich es durch unsere Hausangestellten heraus. Denn wenn ich hereinkam und sie gerade über meinen Vater sprachen, verstummten sie plötzlich. Mit meiner Mutter sprach ich niemals darüber, bis ich nach Paris ging. Pfarrer lenkt sich ab. In der Schule und im Sport strebt sie Höchstleistungen an. Ich war Mannschaftsführerin unseres Basketballteams und auch Mitglied der Pfadfinderbewegung. Ich war Anführerin der Wölflinge und genoss überhaupt eine moderne Erziehung. Dreimal hintereinander gewinnt ihr Team die Meisterschaft von Teheran. Und Pfarrer wird iranische Meisterin im Hochsprung. Sie geht zum Studium nach Paris, wohnt in der traditionsreichen Cité Internationale Universitaire zusammen mit anderen Studenten aus vielen Nationen. Sie studiert Architektur. Das ist ihre Leidenschaft bis heute. Als ich klein war, mieteten wir ein Haus mit Garten im Norden Teherans. Dort gab es auch einen kleinen Bach. Am Ufer baute ich immer Häuser aus Lehm. Mein Onkel war auch Architekt. Und seit wir zusammen im selben Haus lebten, sah ich ihn immer zeichnen und arbeiten, vielleicht deshalb. Und ich wollte keinen Beruf in geschlossenen Räumen. Ich wollte draußen in der Natur sein und mir gefiel die Idee, nicht nur Häuser, also nur für eine Person, sondern richtige Stadtviertel zu bauen. Ich glaube, ich habe das Richtige gewählt. Aber natürlich habe ich es nicht zu Ende gebracht. Denn dann passiert es. Als Schah Reza im Frühjahr 1959 Frankreich besucht, hat der Botschafter zu Ehren des Herrschers iranische Studentinnen und Studenten eingeladen. Schah Reza verliebt sich in die 21-jährige Pfarrer. Als ich ihm vorgestellt wurde, fragte er mich, was ich studiere. Und ich sagte Architektur. Da war er erstaunt, denn damals gab es nicht viele Frauen, die Architektur studierten. Und ich erinnere mich an eine Dame aus meiner Familie, die an dem Abend auch anwesend war. Sie sagte, der Schah hat dir nachgeschaut, als du gingst. Ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter schrieb, wie glücklich und wie stolz ich war, seine Majestät aus der Nähe gesehen zu haben. Er hatte wunderschöne, aber ganz traurige Augen. Schon ein halbes Jahr später wird im Golestan-Palast in Teheran Verlobung gefeiert. Anderthalb Jahre nach der Scheidung von der zweiten Frau des Schah, Soraya, die kinderlos blieb.
Seine Majestät saß neben mir und sagte, ich war zweimal verheiratet, aber leider hat es nicht gehalten. Und an diesem Tage fragte er mich, würdest du gerne meine Frau werden? Natürlich sagte ich ja, mit all meiner Liebe. Und er sagte, als Königin wirst du Pflichten haben. Als Kind wurde ich dazu erzogen, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen. Aber was da kommen sollte, konnte ich mir nicht vorstellen. Der Schah hat es eilig. Im Dezember 1959 findet in Teheran eine wahre Märchenhochzeit statt. Die Weltöffentlichkeit nimmt regen Anteil. Wird die junge Königin dem Schah den ersehnten Thronfolger schenken? Die Erwartungen des Schah und der Nation werden nicht enttäuscht. 10 Monate später wird Kronprinz Reza geboren. Der Fortbestand der Pahlavi-Dynastie ist gesichert. Ganz Teheran feiert. In den 60er und 70er Jahren wird Farah Diba zur Stilikone und zum modischen Vorbild für Millionen Frauen ihrer Generation. Mit Liz Taylor und Jackie Kennedy gehört sie jetzt zu den meistfotografierten Prominenten. Aber wie spielt Farah, die westliche Welt und ihre Werte so gut kennt, ihre Rolle als Königin? Der Schah will den Iran zu einer modernen Wirtschaftsnation nach westlichem Vorbild ausbauen. Er ist der Garant, dass persisches Öl nicht verstaatlicht wird. So wollen es seine Freunde, die Amerikaner. Schon Anfang der 60er Jahre hat er weitreichende politische, wirtschaftliche und soziale Reformen in Gang gesetzt. Die Bauern bekommen jetzt mehr Land, lernen lesen und schreiben. Der Iran soll im 20. Jahrhundert ankommen. Er sah sich selbst als einen revolutionären Kaiser, als jemanden, der mehr tat, als nur auf einem Thron zu sitzen. Er sah sich selbst als einen Vertreter des Wandels. Und er sah sich als denjenigen, der am besten gerüstet war, um dem Iran diesen Wandel zu bringen und auf dem Fortschritt und den Reformen aus der Zeit seines Vaters, den 20er, 30er und 40er Jahren, aufzubauen. Er sah sich also als einen Revolutionär, aber er war auch sehr beunruhigt wegen der Bedrohung durch die marxistische Linke. Wenn er also sagte, ich werde ein revolutionärer Kaiser sein und ich werde schneller sein als die Linke, dann sah er sich als Kämpfer um das eigene Überleben und als Kämpfer für den Iran, damit das Land seinen westlichen Weg fortsetzen konnte. Er glaubte, dass er sich schneller bewegen und den Versprechungen der Linken stets eine Nasenlänge voraus sein müsse. Eine neue Zeit hat begonnen. Man spürt den Aufbruch. Auch die Mittelschicht wird jetzt immer besser ausgebildet. Und auch unter dem Einfluss der Königin stärkt der Schah die Rechte der Frauen. Sie können sich jetzt scheiden lassen. Seit 1963 dürfen sie im Iran auch wählen und gewählt werden. Und sie haben Zugang zu allen Bildungseinrichtungen. Nach der sogenannten Weißen Revolution von 1963, als Frauen dann dieselben Rechte hatten wie Männer, ging es mit dem Land voran. Und ich denke immer, dass ich in einer guten Zeit Kaiserin wurde, dass sich der Iran vorwärts entwickelte und mein Traum in Erfüllung ging. Und als seine Majestät mich krönte, wollte ich der Nation zeigen, welche Bedeutung er den Frauen beimaß.
Ich werde niemals vergessen, dass ich, als er die Krone auf mein Haupt setzte, das Gefühl hatte, er kröne alle Frauen des Iran. Farah ist jetzt Kaiserin. Nie zuvor in der iranischen Geschichte hat eine Frau diesen Titel getragen. Es wurde mir damals klar, dass ich auch die Funktion einer Regentin hatte. Wenn seine Majestät versterben sollte, bevor mein Sohn 20 Jahre alt wäre, würde ich Regentin sein. Und dies wurde vom Parlament und vom Senat akzeptiert. Die Zeremonie mussten wir natürlich proben. Ich erinnere mich, wie ich viele Male nach der Schule in den Golestan-Palast ging, um all die verschiedenen Schritte einzustudieren, die wir in voller Uniform absolvieren mussten. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich musste es tun. Tatsache ist, dass meine Mutter ihre Rolle aufrichtig lebte und jemand war, den die Menschen als Mutter der Nation betrachteten. Sie sahen, wie groß der Beitrag dieser Kaiserin war. In einer Gesellschaft, die bis dahin ziemlich patriarchalisch und chauvinistisch geprägt war, was die Dominanz der Männer anbelangte. Jetzt wurden viele Grenzen niedergerissen. Und es wurden den Frauen ermöglicht, einen Platz einzunehmen, den sie in der iranischen Gesellschaft niemals zuvor gehabt hatten. Sie konnten über den Status einer einfachen Hausfrau hinauswachsen. Als Ministerinnen, Polizeibeamtinnen, beim Militär, als Richterinnen, was auch immer. So begann der Aufstieg der Frauen. Und ich denke, in dieser Zeit wurden überhaupt viele Veränderungen ausgelöst. An den Augenblick der Krönung erinnere ich mich deshalb als einen Meilenstein. In diesem Augenblick dachte ich nicht so genau über alles nach, aber ich wusste damals schon, dass da etwas Besonderes geschah. Es war nicht einfach nur irgendeine Zeremonie. Es war mehr als das. Es war wirklich ein interessanter Augenblick. Die Musik, das Gefolge und dann der Weg zurück vom Golestan-Palast und all die Emotionen, die die Menschen uns gegenüber zeigten. Das war einer der ganz seltenen Momente in der Geschichte und im Leben eines Menschen. Man vergisst das nie. Viel Zeit für ihre Kinder hat die Kaiserin nicht. Sie unterhält ein eigenes Büro mit vielen Mitarbeitern und entwickelt Sozialprogramme für die Bevölkerung, gründet Krankenhäuser und Bibliotheken, lässt Museen bauen. Und täglich schreibt sie Notizen für den Schah, macht ihn auf Missstände aufmerksam. Er sagte zu ihr: Ich vertraue dir und ich erkenne deine harte Arbeit an. Du bist jetzt meine Partnerin, sowohl bei der Arbeit als auch in der Ehe. Und natürlich ist das auch der Eindruck, den die Menschen danach hatten, weil die Kaiserin immer mehr Verantwortung übernahm. In den 70er Jahren war sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ich würde sagen, sie war die einflussreichste königliche Gemahlin der Welt und wahrscheinlich das einflussreichste weibliche Staatsoberhaupt der vergangenen Jahrhunderte. Weil sie Zugang zur Regierung hatte, weil ihr Mann ihre Arbeit unterstützte und weil sie selbst sehr aktiv war. Mit Hilfe meiner Landsleute, die zu mir kamen und über unterschiedliche Probleme sprachen, konnte ich im Lauf der Zeit tatsächlich einiges ausrichten. Ich war Schirmherrin vieler Organisationen in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Sport und Umwelt. Natürlich machte die Regierung ihre eigene Arbeit. Aber die Leute wollten zu mir kommen und ich war in einer Position, in der ich helfen konnte. Es gab zum Beispiel eine Organisation für Leprakranke. Die besuchte ich öfter, was die Bevölkerung sehr berührt hat.
Es gab so viel zu tun. Ich unterstützte den Sport, die Pfadfinderbewegung und Umweltorganisationen. Ich gestaltete und säuberte Parks und pflanzte Bäume. Es gab 26 unterschiedliche Aktivitäten. Und dann die Kultur. Die Kaiserin lässt ein Museum für zeitgenössische Kunst bauen. 1977 wird es eröffnet. Vor allem westliche Kunst will sie ihrem Volk zugänglich machen. Unter Farahs Ägide entsteht die bedeutendste Sammlung moderner Kunst außerhalb Europas und der USA. Sie enthält Meisterwerke von Jackson Pollock, Mark Rothko, Andy Warhol, Francis Bacon. Der Wert wird heute auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt. 1976 lebt fast die Hälfte der 34 Millionen Iraner in den Städten. Ich reiste viel und wurde von Ministern, manchmal sogar vom Premierminister begleitet. Ich konnte mit den Menschen reden und die Menschen redeten mit mir. Beamte sagten mir zum Beispiel, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und ich sah mir die Dinge an, die geschaffen worden waren. Kinderkrippen oder Krankenhäuser oder Schulen. Ich hatte den direkten Kontakt zu den Menschen, weil ich die Sicherheitsleute einfach beiseite schob, um mit den Männern und Frauen zu sprechen, wenn sie mir etwas sagen wollten, und um zu sehen, was geleistet wurde und was fehlte. Und wenn ich nach Teheran zurückkehrte, berichtete ich natürlich alles meinem Mann. Oder ich sprach mit der Regierung. To the government. Während des Mittagessens, während des Abendessens, sogar im Bett erzählte ich seiner Majestät, was ich sah an Gutem und an Schlechtem, was positiv und was negativ war. Und manchmal schickte ich ihm auch Erinnerungen. Ich schrieb Notizen und schickte sie an sein Büro. Ich berichtete ihm sehr offen, weil ich der Ansicht war, dass er hart für sein Land arbeitete und wir Wege finden mussten, um das Beste zu tun, was wir tun konnten. Die Kaiserin erzieht ihre vier Kinder ohne allzu viele Zwänge. 20 Jahre jünger als ihr Mann gehört sie einer anderen Generation an. Darüber kommt es manchmal zu Konflikten, vor allem was die Erziehung des Kronprinzen betrifft. Aber Farah lässt sich nicht beirren. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich glaube nicht, dass mein Vater so viel getan hätte, wie er tat, wenn seine Frau nicht einen gewissen Einfluss auf ihn gehabt und ihn beraten hätte. Ich sehe Teile seines Tuns, die sicherlich darauf zurückgingen, dass er mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte. Die Menschen reden eine Menge über berühmte Persönlichkeiten und königliche Paare, aber niemand versteht wirklich, was es bedeutet, an der Spitze der Pyramide zu stehen und zu jedem Zeitpunkt des Lebens für alles, was man tut, beurteilt zu werden. Sie war auf dem Gipfel, zusammen mit meinem Vater. Und die beiden brauchten einander, um zu überleben in der Rolle, die sie damals zu spielen hatten. Und meine Mutter war eine Frau, die stets alle Blicke auf sich zog. Wenn Sie sich die heutigen Medien anschauen und sehen, wie sie über den Iran von damals berichten, hören Sie viel häufiger etwas über meine Mutter als über meinen Vater, auch wenn sie zusammen auftraten. Das sagt doch viel. Immer stieß die schnelle Modernisierung bei den Marxisten im Land und bei den konservativen islamischen Geistlichen auf Widerstand. Sie halten alles, was aus dem Westen kommt, für nicht vereinbar. Sie verbünden sich mit der radikalen Linken. Überall gibt es jetzt Zeichen des Umbruchs. Zeichen für einen zunehmenden Einfluss der Mullahs. Es war wirklich furchtbar, denn der Schah war doch ihr Freund. Er war ein sehr enger Freund Amerikas und sie ließen ihn einfach so hängen. Und wem lieferten sie ihn aus? Khomeini und dieser Revolution, unter der wir alle leiden. Die ganze Welt leidet unter ihr bis heute.
Und der Schah war ein Freund Amerikas. Aber in der Politik hat man keine Freunde. In dieser Zeit werden Farah Diba und Jehan Sadat enge Freundinnen. Sie ruft mich an und ich rufe sie an. Wir sehen uns. Ich liebe diese Dame und ich respektiere sie, weil sie eine Menge für ihr Land getan hat. Ich erinnere mich daran, wie sie mich zu so vielen Aktivitäten mitnahm, als ich den Iran mit meinem Mann auf einer offiziellen Reise besuchte. Sie zeigte mir Aktivitäten, die sie für ihr Volk und für die Bildung der Armen unternahm. Und ich bewunderte sie als Frau, die als First Lady, als Kaiserin, an so viel Gutem für ihre Heimat beteiligt war.